Weiter geht's mit den Specials und heute dreht sich alles um Serien aus dem Jahre 2020. Das bedeutet, wir gehen hier nicht auf fortlaufende Serien wie The Boys, Better Call Saul oder Ozark ein, sondern es dreht sich alles um Serienneustarts aus dem Jahre 2020. Viel Spaß! Den Anfang macht eine Mystery-Serie, die es auf Sky zu sehen gibt, nämlich Lovecraft Country. Das sind 10 Folgen und die spielen in den 50er Jahren und handeln von Atticus, der mit seinem Onkel und seiner Freundin auf der Suche ist nach seinem Vater. Und dabei hangelt er sich so ganz lose an der Geschichte Amerikas. Und deswegen sieht man auch immer wieder rassistische Dinge, die da passieren. Und das ist allgemein auch eine ziemliche Sozialkritik. Das Ganze ist eine Romanverfilmung, allerdings nicht das fiktive von H.P. Lovecraft, sondern wirklich was Eigenständiges. Aber es lehnt sich natürlich auch so ein bisschen an H.P. Lovecraft an, wie zum Beispiel die schwarze Magie, die da immer wieder vorkommt, oder auch verschiedenste Monster. Aber die Monster sind eigentlich nur symbolisch zu betrachten, denn das wahre Monster ist ganz oft der Mensch. Und ich finde, wer eine richtig gute Mystery-Serie mal wieder will, der sollte Lovecraft Country mal einschalten. Bleiben wir doch mal bei Sky und kommen jetzt zu einer Science-Fiction-Serie, die ziemlich starke Manpower hinter der Kamera hat. Ridley Scott hat die ersten beiden Folgen inszeniert und der Showrunner der Serie ist der Drehbuchautor von Prisoners, der Film, der von Denis Villeneuve gemacht wurde. Und es dreht sich hier um Raised by Wolves. Das sind 10 Folgen, das ist die erste Staffel, die zweite Staffel wurde schon bestätigt und es geht ganz grob gesagt um Schicksal, aber auch um Glaube. Und wer könnte diese beiden, ja, philosophischen, aber auch religiösen Themen nicht besser darstellen als ein Androide, beziehungsweise zwei. Man hat hier nämlich Vater und auch Mutter, die werden auf einen Planeten geschickt, um 6 neugeborene Kinder großzuziehen. Gleichzeitig gibt es auch noch in anderen Welten, beziehungsweise in dem Universum, 2 große Gruppen, nämlich die Gruppe der Atheisten, aber auch die Gruppe von Gläubigern. Und das erinnert auch so ein bisschen an Kreuzzügen aus der damaligen Zeit. Und da haben wir dann auch wieder diesen religiösen Bezug. Und wirklich, diese Serie, die ist auch sehr philosophisch, da kann man sehr viel hineininterpretieren. Und wenn ihr wirklich eine große Science-Fiction-Serie gucken wollt, dann schaut mal Raised by Wolves. Die neueste Serie vom Showrunner Ryan Murphy, der ja die Serie American Horror Story gemacht hat, hat diesmal eine absolute Feel-Good-Serie gemacht, die gibt's auf Netflix zu sehen und heißt Hollywood. Da sehen wir das Glanzzeitalter Hollywoods, nämlich die 40er, und da bekommen wir verschiedenste Charaktere präsentiert, wie zum Beispiel einen jungen Regisseur oder jungen Drehbuchautor, die jeweils einen neuen Film machen wollen, um sich zu etablieren auf dem Markt. Aber wir bekommen auch ziemlich viele kleine Darsteller präsentiert, die dieses Gefühl von Hollywood spüren wollen. Und dann gibt es da auch noch so einen neuen Film, der gedreht werden soll. Und das verbindet dann auch diese ganzen Charaktere. Ich muss auch sagen, ich habe Jim Parsons, der ja aus Big Bang Theory bekannt ist, noch nie in einer so fiesen Rolle gesehen. Die Serie macht Spaß, die ist kurzweilig und ist einfach einer der Feel-Good-Serien in diesem Jahr. Die Action-Serie in diesem Jahr dürfte wohl Gangs of London sein. Das ist eine 9-teilige Serie, ist auf Sky rausgekommen und jetzt wird's interessant. Der Showrunner und auch Regisseur von 3 Folgen dieser Serie ist Gareth Evans. Den kennt man bestimmt als Regisseur von Raid 1 und 2 und vor allem Raid 2 ist einer der Actionfilme der letzten 10 Jahre neben Mad Max, glaube ich. Und es geht darum, dass einer der Gangsterbosse in London getötet wird und dann heißt es natürlich, wer übernimmt eigentlich seinen Platz? Schafft es sein Sohn oder schafft es die Frau von ihm bzw. die Mutter seines Sohnes? Und dann gibt es ziemlich viele andere, die auch noch einen Teil vom Kuchen, also von London, abhaben wollen. Das Spannende an der Serie ist, und dafür ist auch die Serie immer wieder gelobt worden, sind die Action-Szenen. Und die sehen wirklich so gut aus. Ich meine, wenn ihr The Raid gesehen habt, dann wisst ihr, worauf ihr euch einlassen könnt. Es gibt aber nicht nur, ja, Handkämpfe, sondern auch mit Schusswaffen. Und vor allem die 5. Folge überzeugt mit dem Häuserkampf, den man, glaube ich, in der Seriengeschichte so noch nicht gesehen hat. Das ist Wahnsinn, das kann ich euch nur empfehlen und schaut euch wirklich mindestens die 5. Folge an. Jetzt kommen wir zur ersten Apple TV Plus Produktion, nämlich Verschwiegen oder Defending Jacob, wie es im Original heißt und die Serie auch ein bisschen besser beschreibt. Und zu Apple TV Plus muss ich sagen, das ist so schade, die haben wirklich gute Produktion, aber es gibt einfach viel zu wenig da auf dem Streaming-Portal. Aber egal, kommen wir zur Serie. Da spielt Chris Evans jedenfalls die Hauptrolle. Den kennen wir alle als Captain America und spielt hier auch wirklich richtig gut. Er ist Polizist in der Serie und eines Tages wird in dieser kleinen Stadt ein Junge
aufgefunden. Das ist nicht sein Sohn, aber sein Sohn ist vielleicht da drin involviert. Es gibt so ein paar Beweise. Und jetzt geht es gar nicht nur um diesen Fall, sondern es geht hauptsächlich in dieser Serie, wie eine Familie mit diesen Anschuldigungen umgeht. Wie die Medien versuchen, einen in irgendeine Ecke zu drängen, was mit den Kollegen bei der Arbeit passiert, weil man vielleicht gar nicht mehr zur Arbeit gehen kann und dadurch auch immer verschlossener wird, was die Freunde mit einem machen und wie es überhaupt ist, denn noch auf die Straße zu gehen, wenn jeder ja dieses Gerücht kennt und man irgendwie die ganze Zeit diese Blicke ertragen muss. Und daran kann so eine Familie natürlich auch zerbrechen und darauf geht diese Serie eben hauptsächlich ein. Und auch der Fall ist spannend, aber eben auch dieses Drama innerhalb der Familie, auch wenn die Serie ein bisschen ruhiger ist, die kann ich wirklich empfehlen, vor allem auch wegen der starken Leistung des Jungen. Der wird gespielt von Jaden Martell, den kennen wir, glaube ich, alle aus S als Billy und der passt hier so gut rein und zeigt aber auch, ja, was es überhaupt bedeutet, in der heutigen Zeit aufzuwachsen mit Social Media und wenn da irgendwas im Internet steht, dass es eben bleibt, dass es Konsequenzen hat und ja, wenn man Apple TV Plus mal testen will, dann empfehle ich auf jeden Fall diese Serie. Die einzige Doku hier in dieser Reihe ist eine Doku, von der ihr, glaube ich, alle gehört habt, nämlich Großkatzen und ihre Raubtiere. Zum einen hat man da Joe Exotic, das ist ein Showmaster, Country-Sänger, YouTuber, Besitzer von 200 Wildkatzen und angeblich hat er auch noch einen Mord in Auftrag gegeben. Und dann auf der anderen Seite hat man noch Carol Baskin. Die ist die Gründerin von Big Cat Rescue und so ein bisschen die Kontrahentin von Joe Exotic. Und dann gibt es noch viele weitere Charaktere wie Drogendealer und andere verrückte Leute, die alle hier in dieser Serie sind. Und man hat dann diesen Zoo von Joe Exotic, der, ja, das ist so ein Tigerzoo, aber in der Serie geht vor allem eins nicht verloren und das ist eben die Botschaft, die auch sagt, dass es, und das ist wirklich traurig, dass es in Gefangenschaft mehr Tiger gibt als noch in der freien Laufbahn. Das kritisiert diese Serie auch ein bisschen, hat aber auch extrem Unterhaltungswert, weil das einfach so verrückte Personen sind und überhaupt so eine verrückte Geschichte ist, die man mal gesehen haben muss. Also auf Netflix gibt's Großkatzen und ihre Raubtiere. Schaltet ein und seht Joe Exotic beim Country-Singen zu. Die wohl witzigste Serie des Jahres habe ich erst vor kurzem gesehen, weil mich dieses Coverbild immer so abgeschreckt hat. Und die Rede ist von Ted Lasso. Das sind 10 Folgen, das ist die erste Staffel, läuft auch auf Apple TV Plus und ist wirklich super. Schade, dass ich überhaupt so lange gewartet habe, die zu gucken. Es geht um eben Ted Lasso, ein Football-Coach aus Kansas, Amerika, der nach England kommt, um dort eines der bekanntesten englischen Nationalteams zu trainieren. Verantwortlich dafür ist die Managerin des Teams, weil sie ihrem Ex-Mann damit was auswischen will. Und das Problem ist auch, dass Ted Lasso nicht so der typische, dümmliche Amerikaner ist, sondern wirklich einer der liebenswertesten Personen, die man sich nur vorstellen kann. Und das ist auch wirklich das große Highlight dieser Serie. Der spielt einfach so gut und der ist so lustig und so nett, dass man gar nicht sich vorstellen kann, dass er eben ja, so ein ehemaliger Football-Coach ist. Und ganz im Kontrast dazu stehen eben diese vielen Engländer, die man da so kennenlernt. Und das sind nicht diese ja, Klischee-Engländer, sondern wirklich die Pub-Engländer, die wirklich so in England rumhocken. Und diese Welten, die da aufeinander prallen, macht total Spaß zu sehen. Und es ist nicht nur alles witzig, sondern die Story, gerade im Hinblick darauf, dass Ted Lasso ja so sympathisch ist, ist super emotional manchmal, fast schon traurig. Und die Geschichte kann einen wirklich ans Herz gehen. Der eine oder andere kennt vielleicht Alex Garland, einer, wie ich finde, der besten Drehbuchautoren da draußen, ist auch für 28 Days Later verantwortlich als Autor, aber vor allem hat er in den letzten Jahren auch gezeigt, was er als Regisseur kann, nämlich mit Ex Machina, ein fantastischer Film, oder aber auch Auslöschung. Und jetzt hat er sich an eine Serie gewagt, hat sie geschrieben, aber auch inszeniert und die Rede ist von Devs, eine 8-teilige Serie auf Sky, die spielt in San Francisco, hauptsächlich in einem Tech-Unternehmen. Also Apple und Silicon Valley lassen grüßen. Und dort gibt es eine Abteilung, die ziemlich geheim ist, nämlich Devs. Dann haben wir noch die Hauptdarstellerin, nämlich Lilly. Und ihr Freund fängt irgendwann an, bei Devs zu arbeiten, kehrt aber nach seinem ersten Arbeitstag nicht wieder zurück und ist dann spurlos verschwunden. Und mehr möchte ich über die Serie auch gar nicht verraten, weil der Reiz der Serie ist wirklich herauszufinden mit der Protagonistin, was da überhaupt vor sich geht und in was für eine Art Welt wir da überhaupt eintauchen. Die
Serie ist super, super spannend, auch wenn sie ruhig erzählt ist. Ich glaube, wenn ihr Ex Machina gesehen habt, dann wisst ihr, was für einen Stil die Serie ungefähr hat. Die Symboliken in der Serie sind fantastisch und dafür ist Alex Garland natürlich bekannt, auch aus jeder Szene wirklich alles rauszuholen. Und die ist super spannend und vor allem auch clever. Und wenn ihr mal wieder eine richtig gute, clevere Serie angucken wollt, dann schaut euch Devs an. Platz Nummer 2 geht an eine Serie, die ihr vermutlich alle gesehen habt, nämlich The Mandalorian. Die erste Staffel, aber auch die zweite Staffel hatten ihre Erstausstrahlung im Jahr 2020 bei Disney Plus mit jeweils 8 Folgen. Und ganz knapp gesagt haben wir da Mando, einen Mandalorianer, der irgendwann Baby Yoda findet. Ich will noch nicht zu viel verraten. Und dann den Auftrag bekommt, ihn zurückzubringen zu einem Ausbilder. Ja, Mandalorian, was soll ich da noch groß sagen? Die Serie, auch wenn sie so ein paar Schwächen hat, das gebe ich ganz offen zu, ist aber eine Serie, auf die ich mich wirklich jede Woche so gefreut habe, weil die kurzweilig ist, total Spaß gemacht hat, super coole Star Wars Fan-Momente hatte und wirklich für mich ja einer der besten Star Wars Geschichten seit der alten Trilogie ist. Kann ich nur jedem Star Wars Fan wirklich ans Herz legen. Die macht Spaß und was mich vor allem beeindruckt hat, ist die Technik dahinter. Fast alles wurde in einem Studio gedreht oder eigentlich alles wurde in einem Studio gedreht, bei der aber die Darsteller schon sehen, was da eigentlich projiziert ist. Die tauchen also selbst mit in diese Welt ein und das kann überzeugen. Platz Nummer 1 geht an eine Serie, die ich ja ziemlich lange vor mir hergeschoben habe, weil ich einfach nicht glauben konnte, dass diese, ja, ich würde schon fast sagen, Trendserie wirklich so gut ist. Aber manchmal sollte man sich dann einigen Trends doch mal beugen und wirklich reinschauen. Und glaubt mir, das Damen-Gambit ist großartig. Ist eine 7-teilige Serie auf Netflix, ist auch abgeschlossen. Und wir sehen da Beth, die in jungen Jahren ihre Mutter verloren hat, dann in einem Heim aufwächst und dort einen Hausmeister kennenlernt. Das Spannende ist, der Hausmeister spielt Schach. Und das findet sie ganz spannend, fängt dann auch mit Schach an. Und dann wird sie erwachsen und ist einer der besten Schachspielerinnen da draußen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, Schach interessiert mich überhaupt nicht, was soll ich dann mit der Serie? Um Schach geht's gar nicht so richtig. Natürlich geht's auch ein bisschen um Schach, aber es geht viel mehr um die Person dahinter, um eine Leidenschaft, was überhaupt Leidenschaft bedeutet. Und der Charakter Beth ist so interessant und spannend. Und was ich der Serie auch ganz, ganz groß ja, zuschreiben muss, ist die Beziehung zu verschiedenen Charakteren. In anderen Serien hat man gewisse Konstellationen und die hat man schon tausendmal gesehen. Und es sind absolute Klischees. Und hier gibt es ähnliche Konstellationen, allerdings harmonieren die viel mehr miteinander oder interagieren auch ganz anders, als man von anderen Filmen oder Serien gewohnt ist. Und das finde ich ja eh immer schön, wenn Serien oder Filme eben mal was Neues zeigen. Und es ist einfach eine wahnsinnig fesselnde Geschichte, die ich nur jedem empfehlen kann. Egal welches Genre ihr mögt, schaut mal das Damen-Gambit, meine Nummer 1 des Jahres 2020. Und das war sie, meine Top-Liste der besten Serien. Ich hoffe, ja, für euch war vielleicht mal was Neues dabei. Vielleicht kennt ihr ja auch schon die eine oder andere Serie. Schreibt mal in die Kommentare, was eure Top 10 sind und wie ihr die Serien so fandet, die ich hier vorgestellt habe. Würde mich interessieren. Und dann sehen wir uns in den nächsten Tagen zu 2 weiteren Specials. Seid gespannt. Und wenn ihr noch andere Specials sehen wollt, hier verlinke ich euch die besten Filme 2020 und die Most Wanted Filme 2021. Macht's gut.